Ihr habt euch aber auch Wörter ausgedacht, die haben ja gar nichts miteinander zu tun. Du, Timo, sag mal, hast du eigentlich noch Guthaben auf dem Handy? Nee, mein Prepaid ist leider leer, aber lass uns doch mal was spielen. Willkommen zu der beliebten YouTube-Kategorie. Der FC-Telefon-Prank präsentiert von der Telekom. Na, 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 na. Ja, ich glaube, wir versuchen es heute mal beim Florian Kainz, weil ich mir vorstellen könnte, dass der auch ordentlich auf dem Schlauch steht als Österreicher. Ja. Kainz, du blaues Buch, wie ist es? Alles gut. Alles gut. Bist du noch im Geisburgheim? Nee, ich bin gerade im Auto. Hör mal, ich hatte jetzt eben die Bändchen da abgeholt. Für den Samstag. Für den Sonntag, sorry. Und die machen da um 16 Uhr machen die da Kontrolletti, also da müssen wir relativ früh schon rein. 17 Uhr ist da Milieu, treten auf, müssen wir mal gucken, okay, wie wir das jetzt machen, wie wir es organisieren. Ne? Was machen die um 16 Uhr? Um 16 Uhr machen die Schluss? Nee, machen sie auf. Ah, machen sie auf? Ja. Okay. Um 17 Uhr ist da Milieu. Ja. Ja. Müssen wir so ein bisschen den Taktiker machen, müssen wir irgendwie gucken, wie wir da reinkommen dann. Der holt uns dann rein, hat er gesagt, aber müssen wir irgendwie organisieren. Ja, dass wir uns davor treffen, oder? Ja. Dass halt alle da sind. Also ja, es werden wahrscheinlich eh nicht alle gleichzeitig dann da sein. Nee, nee, nee. Aber nicht, dass dann wieder hier die Gang da Larifari macht hier, Chabot und so, ne? Ja. Und dann wieder zu spät kommt. Wie das immer so ist. Ja, aber ja, dann schau mal, dass wir uns um 16 Uhr treffen dort. Dann soll uns der gleich mal reinholen. Ja, perfekt. Und dass wir hier alle mal drinnen sind. Und wenn dann einer zu spät kommt oder so, dann müssen wir halt wen rausschicken. Ja. Da sind ja eh mehr Leute bei uns dann. So machen wir das. Sag mal, andere Frage. Ich habe jetzt alle möglichen Jungs gefragt. Keiner hat ein Huawei-Handy. Meine Frau hat eins und ich brauche da so ein neues Ladekabel dafür. Hast du sowas irgendwie? Nee, aber was? Also ist das ein spezielles Ladekabel, oder? Ja, ja, die haben so einen speziellen Stecker. Also, nee. Ja, ja, scheiße. Ja, dann muss ich mal gucken. Ich habe noch eins für den Gameboy, ob das da passt. Ich weiß es nicht, ey. Mal schauen. Ja, gut. Also, habe ich noch irgendwas vergessen? Am Geisterheim, oder? Ja, die sind jetzt am Geisburgheim, ja. Er hat der Kürbis jetzt weggeschlossen. Okay. Ansonsten kann man auch noch welche kaufen im Zeitschriftenfachhandel, hat er mir gesagt, um die Ecke. Wenn wir jetzt zu wenig haben, kann man noch irgendwie ein paar nachordern. Ja, und dann schauen wir mal. Ja, tipptopp. Dann haust du rein, Vogelbein. Perfekt. Gut, gut. Bis morgen, ne? Ciao, ciao. Ja, ciao. Waren alle? Ja. Ah, nee, Reiswaffel. Nein! Ah, die Reiswaffel. Die war's. Naja, gut. Ich hab noch eins für den Gameboy. Vielleicht passt das in Huawei. Ach, Scheiße. Ja, war gut. Ne? Ich mach das. Ach, wir reden so viel Unsinn beim Training. Also von daher, ich glaube, der wird das gar nicht hinterfragen. Ich werde gerade von der Jasmin Pahl angerufen. Dann probieren wir es doch einfach mal bei ihr. Jassi. Hättest du was gebraucht? Ja, ich habe gerade ein paar Fragen. Also es ist echt wichtig gerade. Hast du kurz Zeit, oder? Ich störe dich nicht beim Rambazamba machen oder so. Keine Ahnung. Selina macht nur gerade ihre Präsentation, deswegen hat sie nicht abgehoben. Ach ja, ja, das ist sehr vorbildlich, kein Schelm oder so. Gut, nee, ich habe eine Frage. Wo bist denn du gerade? In der Kabine, aber ich kann hier rauskommen. Okay, also da ist nicht gerade, also irgendwo, wo es vielleicht nicht gerade so volle Hütte ist oder so, weißt du, kurz ein bisschen Ruhe. Ja. Okay. Du, weil, also es ist gerade wichtig, weil mir wurde gerade
einfach so ein Video geschickt auf Insta. Da kam SpongeBob drin vorne. Und also, ja, ganz komisch gerade. Und also ich muss darauf antworten und da kommen so ein paar Wörter vor. Ich weiß nicht, ich verstehe dieses Video nicht, aber ich muss darauf antworten einfach. Weißt du, was mit Thekensport gemeint ist? Verarscht du mich gerade? Was ist Theken? Was ist das? Kannst du mir das erklären? Thekensport. Ja, oder auch sowas wie Paketshop. Also ich meine, okay, Paketshop, ja. Aber du kannst mir nicht erklären, oder was? Das ist wirklich wichtig, ehrlich, sonst würde ich nicht anrufen. Wo bist du? Ja, egal, spielt gerade, also ist nicht so wichtig, aber ach, okay, Mann. Du verarschst mich. Du kleine Ratte. Oh nein. Ja, du bist zu schlau einfach. Ich sitze gerade mit Timo Horn und wir drehen ein Video. Und du bist zu gut. Ja, das hast du sehr, sehr gut gemacht. Dann sage ich liebe Grüße, Torhüter sind einfach klüger. Oh. Ja, gut. Wir sehen uns gleich. Ja, bis gleich. Tschüss. Wie schlecht war ich?